Einsamkeit. Liebling, nur wir zwei sind Was ist jetzt, wo es interessant wird? Ja, so interessant, könnte man auch verdorben werden. Wir haben das ganze Band am Sicherheitsbüro abgehört, da sind Sachen drauf, kann ich da sagen, da wird selbst eine Jungfrau rot werden, im Hinblick darauf, wie Jungfrauen heutzutage sind. Ja. Und für was bringst du den Dreck da her? Wir sollen das in Verwahrung nehmen. Verwahrung nehmen? Ja. Das soll ja gut ist. Also, warte mal, Verwahrung. Jetzt weiß ich endlich, für was wir das Safe haben. Ja, was ist denn, wer ist denn? So, meine Herren, der Kaffee ist fertig. Soll ich ihn da servieren oder draußen? Na, draußen, da haben wir mehr Platz, ja. So, also ich gehe jetzt einmal zum Römergymnasium. Ist ja. Gut. Jetzt hätte ich beinahe meinen Leberkäse vergessen, mein herrliches Menü. Wieso Leberkäse? Ich hab gedacht, du bist heute zum Mittagessen eingeladen, deinen Schulfreund. Kriegskamerad, das ist eine merkwürdige Geschichte. Ja. Sei so gut, borg mir dein Messer, wenn's nicht gerade Sardinen damit rangiert hast. Sardinen nicht, aber einen Walfisch. Mhm. Da. Und wieso ist diese Mittagseinladung nicht zustande gekommen? Hm? Oh, schön. Es ist merkwürdig, was wir für einen Nerv da kriegen mit der Zeit. Wieso das? Verstehe nicht. Dieser Kriegskamerad heißt Ferry Preis und wohnt an der Oberleiten 234, das ist dort, wo die neuen Häuser stehen. Oh, ja, da hast du die Adresse. Ich möchte nämlich, dass du hingehst, wenn du den Kaffee getrunken hast. Na, da schau her, und warum? Vielleicht, weil seine Frau nicht rechtzeitig mit dem Mittagessen fertig war? Hm? Sehr richtig. Und sie war deswegen nicht rechtzeitig mit dem Mittagessen fertig, weil sie nämlich tot war. Das ist allerdings ein Entschuldigungsgrund. Ich sag ja, wir haben einen Nerv. Ja. Ja, die Sache war wirklich sehr merkwürdig. Dieser Ferry Preis, ich habe ehrlich gesagt völlig vergessen gehabt, wie er da vor 8 oder 10 Tagen hier aufgetaucht ist. Na, was hat er von dir wollen? Na ja, zuerst hat er herumgeredet, nicht, wie das ja so oft tun, nicht? Und dann ist er mit der Sprache heraus und hat gesagt, besetzt, und hat gesagt, dass sich seine Frau bedroht fühlt. Wieso? Die ist doch tot. Hörst du mir nicht zu, wenn ich da was sage? Die war heute tot, wie wir hingekommen sind. Im Schlafzimmer war sie tot und sie hat vorher einen Tee getrunken gehabt. Ich habe alle verständigt, nicht? Und die Mordkommission glaubt nicht, dass da etwas dahinter ist. Und du? Nee, wie, dass du heute Nachmittag hingehst. Zu deinem Freund, ne? Du war kein Freund, war ein Kriegskamerad. Ich habe ihn gar nicht so besonders gern gehabt. Erstens war er ein riesiger Feigling und dann, es war am 9. Mai 45, das kann ich mir noch genau erinnern, ich habe ihn damals erwischt gehabt bei einem Kameradschaftsdiebstahl oder sowas war das. Ja. Ich habe furchtbare Wut auf ihn gehabt und hab ihn wohl ein Ohrfeigen geben, verstehst du? Ja. Nee. Und in dem Moment, wo ich ihm die Ohrfeigen geben will, stürzt einer herein und schreibt, schon wieder besetzt. Und schreit, es ist aus. Der Frieden ist ausgebrochen. Und das hat den Ferry Preis vor einer Mordswatschen bewahrt. Sagen Sie mal, Susi, was haben Sie mit dem Telefon? Haben Sie da durchgesteckt? Aber natürlich, Herr Oberinspektor. Dann was soll ich bei dem Herrn Preis machen? Mhm. Übliche Routine erheben. Ne? Was ist das? Jetzt nimmst du das Messer her, soll ich mit den Händen essen? Da hast du dieselbe Routine wie ich bei meinen Erhebungen. Also ich will es von uns aus abgeschlossen haben und dann den Kollegen Preis womöglich weitere 25 Jahre nicht mehr sehen. Ne? Ah, schön, ich werde es ihm ausrichten. Da geht er hin mit seinem sechsten Sinn. Der, sagen Sie, das ist schon wieder besetzt. Was machen Sie mit dem Telefon, Susi? Herr Oberinspektor, soll ich Sie dann später verbinden? Mhm. Das ist meine Frau, die kenne ich ja. Die spricht ja stundenlang, wollen Sie einmal. Wollen Sie noch einen Kaffee haben? Ja, dann später. Jetzt muss ich mal was essen. Übrigens, der riecht ausgezeichnet, Herr Leberkäse. Guten Tag, Herr Oberinspektor Marek. Ja, bitte. Sie waren heute beim Oberkellner Ferry Preis, wie er seine Frau tot aufgefunden hat. Ja, allerdings, aber... Ich bin Ihre Schwester, Ihre Halbschwester. Ich habe eine Anzeige zu machen. Was, eine Anzeige? Ja. Er hat sie ermordet. Der Ferry Preis hat meine Schwester Margit ermordet. Wir waren ja ein Herz und eine Seele, der Marek und ich beim Militär. Also Prost, Inspektor. Prost. Eigentlich ist es nicht in Ordnung, dass ich im Dienst einen Schnaps... Ja, sie haben gesagt, Sie kommen sozusagen halbamtlich. Ne? Dienst ist Dienst. Hm. Aber Schnaps ist Schnaps. Ja. Sagen Sie, wann sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, Ihren Freund Marek aufzusuchen? Ja, wie sie immer nervöser und unsicher und, entschuldigen Sie, hysterischer geworden ist. Bitte nehmen Sie Platz. Darf ich? Gerne. Es war ja eine fixe Idee von ihr, dass sie nur noch kurze Zeit zu leben hat. Diese fixe Idee hat sich allerdings als zutreffend erwiesen. Ja, aber sie hat doch Angst gehabt, dass sie umgebracht wird. Also umgebracht?
Von wem denn? Das weiß ich. Sie hat immer nur Andeutungen gemacht. Wo geht's denn da hin? Ins Schlafzimmer. Andeutungen hat sie gemacht? Wann denn da zum ersten Mal? Voriges Jahr im August. Ich bin ja früh vom Dienst gekommen. Sie hat auf mich gewartet. Manchmal übernachte ich im Hotel, wissen Sie. Ist das nicht ein bisschen ungewöhnlich? Ja, ja, aber ich bin schon seit 20 Jahren dort angestellt. Ich habe gewisse Privilegien. Na, so schön, Sie sind nach Hause gekommen. Um wie viel Uhr denn? Tja, ungefähr. Circa um 11. Was, um 11? Haben Sie nicht vorhin gesagt, das war in der Früh? Na ja, das kann sein. Ich erinnere mich nicht mehr so genau. Ja, aber das, was Ihre Frau gesagt hat, erinnern Sie sich genau? Ja, ja, sie hat gesagt, sie ist am Abend ein bisschen spazieren gewesen und in einer dunklen Seitenstraße hat sie ein Auto beinahe überfahren. Sie war überzeugt davon, dass der Lenker das absichtlich gemacht hat. Hat sie einen Verdacht gehabt, der Lenker gewesen sein könnte? Wenn ja, dann hat sie mir nichts davon gesagt. Hat sie das Auto näher beschrieben? Ja, es war nämlich dieselbe Type wie mein Wagen. In Wien laufen ja Tausende von diesen Typen. Ja, ungefähr 14 Tage später ist das angeblich wieder passiert. Diesmal hat sich das auf der Maria-Hilfer-Straße abgespielt. Was, auf der Maria-Hilfer-Straße? Ja. Welche Zeit denn? Ja, etwas nach eins in der Nacht. In der Nacht? Was, in der Nacht? Ja. Da ist Ihre Frau so allein? Ja. Wo war sie denn da? Bei ihrer Schwester. Ja, bei der Schwester? Das heißt, Halbschwester. Halbschwester. Ja, ja, ja. Sie haben dieselbe Mutter gehabt, aber verschiedene Väter. Das ist ja immer so, ne? Ja, die Frauen waren seinerzeit nicht sehr gut miteinander, aber in den letzten Jahren hat sich das wesentlich gebessert. Aber wenn Sie mich fragen, hat sich meine Frau diese ganzen Bedrohungen nur eingebildet. Ist das eine Villa? Nein, das ist ein umgebautes Bauernhaus bei Güssing. Und da ist so eine altmodische, steile Stiege in den Keller hinunter, mit einer Falltür. Und diese Falltür, die war damals offen und nicht zu, wie er gesagt hat. Es war ihre Gewohnheit, im Halbdunkeln sich hinunterzubeugen, um diese Falltür aufzumachen. Aber dass sie schon offen war, wäre sie beinahe die steile Stiege hinuntergegangen. Das klingt mir sehr weit hergeholt. Ja, aber sie war überzeugt davon, dass das eine von ihm gestellte Falle war. Waren die zwei damals allein? Nein, nein, es waren Gäste da. Ich übrigens auch natürlich. Und dann war ein gewisser Russo und es ist ein Nachbar von Ihnen da in Wien. Und dann, naja, eigentlich war sonst niemand da, nein. Schauen Sie, sie kann ja selber die Kellertür offen lassen haben. Aber nein, sie war überzeugt davon, dass sie das nicht getan hat. Ja, aber so eine Falle wäre doch direkt blöd. Da müsste man doch auf die Idee kommen, dass er seine Frau umbringen will. Das ist ja so eine teuflische Schlauheit. Das Offensichtliche soll seine völlige Harmlosigkeit beweisen. Deshalb hat er zu diesen Autoattentaten auch immer seinen eigenen Wagen benutzt, ne? Ich meine, deshalb hat er auch Sie zu sich eingeladen, damit Sie seiner geliebten Frau Ihre Ängste ausreden, ne? Ich meine, das ist doch der Gipfel der Raffinesse, wenn man einen Bekannten von der Polizei einladet, um ihn mit der Frau zu konfrontieren, die man ermordet hat. Das klingt mal alles sehr fantastisch. Haben Sie eigentlich einen besonderen Grund, diesen Mann zu hassen? Ich? Aber nein, ich habe ihn ja selber meiner Schwester vorgestellt. Er hat sich seinerzeit für mich interessiert, hat mir den Hof gemacht. Ach so? Oh, Sie brauchen gar nicht so misstrauisch zu schauen, Herr Oberinspektor. Es war nichts zwischen mir und ihm. Ich habe ihn gern der Margit überlassen. Ja, das stimmt. An die Gashähne habe eigentlich nur ich ran können. Ja, Sie natürlich auch. Ne? Und Sie waren alle geöffnet? Ja, so hat sich jedenfalls behauptet. Ich war ja nicht da. Ich habe wieder mal im Hotel übernachtet. Sagen Sie, übernachten Sie eigentlich regelmäßig durch? Nein, ich fahre nie mit meinem Wagen ins Hotel. Da gibt es ja keine Parkplätze. Wenn es spät wird, dann übernachte ich eben im Hotel. Ich verstehe. Also abgesehen von dieser Geschichte mit der Kellertür in dem Landhaus. Also abgesehen von dieser Kellergeschichte haben sich die Anschläge auf das Leben Ihrer Frau doch immer zu Zeiten abgespielt, in denen Sie angeblich nicht in der Nähe waren. Ja, tatsächlich. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Und sie macht mich das verdächtig. Die Frage können Sie sich selber beantworten. Darf ich auch einmal ein bisschen tun? Also ich glaube nicht, dass meine Frau umgebracht worden ist. Wer hätte denn daran Interesse gehabt? Ja, jemand, der ein Motiv hat. Und die häufigsten Motive sind Liebe oder Geld. Ja, das leuchtet mir ein. War Ihre Frau eigentlich lebensversichert? Ja, auf 1 Million. Kommen wir zum entscheidenden Punkt. Was hätte er denn für ein Motiv gehabt, seine Frau zu beseitigen? Also darüber war sich die arme Margit doch völlig im Klaren. Weibergeschichten. Der in der Mehrzahl. Ach, von jeher, der ist doch jeder nachgerannt. Ach so, und das hat ihn Geld gekostet. Aber wo, der hat doch kein Geld ausgegeben, wenn es nicht nötig war. Ach so, ein geizig war er auch. Entschuldigung, Margit, aber der will reinkommen. Der Bertner hat mir gesagt, dass die Dame in der Angelegenheit Frau Preis da ist und gewisse Beschuldigungen erhoben hat. Ja, das ist die Schwester der verstorbenen Frau Preis, das ist mein Kollege Bezirksinspektor Wirt. Weißt du, sagt man in einem solchen Fall sehr angenehm? Ja, warum nicht? Also sehr angenehm.